Vor einigen Monaten wäre Fernsehschauspieler Jacques Breuer fast an den Folgen seiner Diabeteserkrankung gestorben. Wegen verstopfter Gefäße mussten ihm mehrere Zehen amputiert werden, doch die Wunden heilten nicht, sagte der 66-Jährige der Bild-Zeitung. Eine weitere Notoperation habe ihm schließlich das Leben gerettet. Im Mai wurden plötzlich Gefäße in seinen Füßen nicht mehr richtig durchblutet. Der große Zeh am linken Fuß entzündete sich, ich bekam eine schwere Sepsis. Der Zeh war nicht mehr zu retten, musste amputiert werden. Die beiden Zehen daneben gleich mit. Ich hatte noch Glück, denn es sah erst so aus, als müsste der komplette Fuß abgenommen werden. Weil er sich einen resistenten Krankenhauskeim eingefangen hatte, verheilte die Wunde allerdings nicht. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, bekam Opiate. 4 Monate lang war ich in 2 Krankenhäusern, so Breuer. Doch auch nach seiner Entlassung sei es ihm immer schlechter gegangen. Schließlich habe ihn seine Hausärztin in die Notaufnahme bringen lassen. Dort hätten Ärzte einen Abszess im Fuß entdeckt. Ich wurde sofort operiert. Innerhalb von 2 Tagen fing der Fuß an zu heilen. Die beiden retteten mein Leben, so Breuer. Hadern wolle er mit seinem Schicksal aber nicht. Ich bin dankbar, dass ich noch lebe.